Hallo Leute. Also wie ihr bereits gemerkt habt, Montag lade ich hoch, Dienstag wird bald hoch, Montag habe ich bereits hochgeladen, Dienstag wird jetzt gerade hochgeladen. Ich spiele mit euch Let's Play, Postal 2, Amiga in Paradise. Das ist von Postal 2 Share the Pain, also Montag bis Freitag, und Postal 2 Apokalypse Weekend, also Samstag und Sonntag. Die Zusammenfassung, also man spielt gleich die ganze Woche, also 7 Tage. Und ich wüsste nicht, was ich sonst noch erzählen soll, also was ich nicht bereits jetzt schon zweimal erzählt habe in den beiden vorigen Videos, also vor dem hier. Ich mache halt Let's Play. Ah ja. So, jetzt weiß ich wieder. Ich mache also ein Let's Play von Amiga in Paradise, also Postal 2 Share the Pain und Postal 2 Apokalypse Weekend zusammengenommen. Ich werde allerdings, weil, wie gesagt, das Spiel ist ja von Haus aus verrufen, also angeblich als gewalttätig verschrien, zeigen oder zumindest erklären. Man muss es nicht gewalttätig spielen, es gibt auch einen friedlichen Weg, und ich habe auch, wie gesagt, schon verschiedene Varianten, wie man die Aufgaben lösen kann, die man hier lösen muss im Spiel, also Spielablauf, wie man die sowohl als auch erledigen kann. Man kann sie theoretisch komplett gewaltfrei erledigen, man kann sie zumindest mit minimaler Gewalt erledigen oder halt ganz offiziell erledigen, also je nachdem, sich da anstellen, bezahlen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass dann automatisch immer irgendwo es nicht eskaliert. Also in der Regel gibt es drei Lösungsvarianten, die offizielle, da hat man keinen Einfluss drauf, wie es ausgeht. Dann eine, wo man zumindest die Gewalt minimieren kann. Da kann man möglicherweise sogar, dass es eskaliert, verhindern. Ich erkläre dann sowieso nochmal, warum ich gerne hier eine bestimmte Waffe benutze. Also ich tue es sowieso versuchen, es nicht ausarten zu lassen, also zu viel Chaos entstehen zu lassen. Und dann halt eine etwas unkomplizierte. Manchmal auch etwas hinterhältiger. Und die erkläre ich auch gleich. Dann viel Spaß. Also jetzt sind wir Mittwoch. Montag und Dienstag haben wir bereits. Mittwoch hat bereits begonnen. Jetzt erzähle ich gleich was. Gut. Also wie man sieht, ich habe es jetzt schon mehrmals erklärt. Hier bin ich als Zivilist. Ich verkleide mich generell als Polizist. Ich erzähle gleich warum. Sweet. Say, what's this? Moment. I am the law. I suspect the motorcade will pass by without incident. Well, the fact that all the cars in this town seem to be useless exploding tops. Das war eben die Zeitung von heute. Ich gehe mal rein. Ich gehe mal kurz hier rein, da hört man mich besser. Der Grund, warum ich mich als Polizist verkleide, ist eigentlich relativ einfach. Man wird weniger belästigt, weil Fans wissen es ja, oder andere, die das Spiel schon mal Teile zumindest davon gesehen haben. Egal, ob man versucht, friedlich zu bleiben oder nicht, es gibt immer aggressive Figuren im Spiel. Also kann man zumindest verhindern, dass die klar auf einen losgehen, wenn man als Polizist verkleidet ist. Manche ignorieren es natürlich, da ist es egal. Dann wird man nicht sofort belästigt oder verhaftet oder irgendwie angegriffen, wenn man selber gewalttätiger ist. Und natürlich ist es auch erhöht Spielspaß, weil man kann sich halt irgendwo hinterhältig an Leute reinschleichen oder sich ihnen nähern, ohne dass sie gleich Verdacht schöpfen, man will dem was Böses. Also es macht einfach mehr Spaß als Polizist. Und das ist halt der Grund, warum ich diese Waffe hier bevorzuge, also standardmäßig im Game. Scharfschützengewehr als Schalldämpfer-Version. Weil man kann halt irgendwo lautlos mal auf die Schnelle jemanden umbringen, wenn es nicht gerade jeder sieht. Und nicht alle hören Schuss, nicht alle kommen sofort angerannt. Also es macht einfach mehr Spaß als Polizist verkleidet und hier mit dem Scharfschützengewehr schallgedämpft. Ich noch irgendwas vergessen? Ah ja, natürlich tue ich mich nicht jeden Tag neu verkleiden. Ich tue auch jeden Tag meine Munition wieder auffrischen.
butt sauce. If you say so. This is gonna be sweet. Gut. Jetzt schauen wir nach, was wir heute zu erledigen haben. Why does this not surprise me? Aufs Grab vom Vater pinkeln, erklär ich gleich was dazu. Man weiß, also man wird dann überfallen, wenn man das erledigt hat. Man wacht dann in der Brauerei auf. Ist komplett beklaut, also alles ist weg. Man hat so Lederklamotten an hier, das ist eine Einspielung auf Pulp Fiction, also komplett Ledermontur. Von Kopf des Fuß. Da wo der Mund ist, ist ein Reißverschluss. Man geht wählen, das ist allerdings hier bei Amiga in Paradise nicht da, wo es Fans, die bereits Postal Share the Pain gespielt haben, wählen geht. Also hier ist es nicht der China-Restaurant, hier geht man in der Schule wählen. Hier, deswegen wird es auch hier oben angezeigt. Die Schule, das gibt es normalerweise gar nicht, dieses Level in Share the Pain. Und man holt sich einen Weihnachtsbaum. Und ich habe es dir schon zweimal gezeigt, wo Geheimgänge sind. Also es gibt einen langen Weg zur Schule. Es gibt einen langen Weg zum Friedhof hier. Wo ich jetzt gerade von meinem Vater pinkeln soll. Und es gibt einen langen Weg zum Wald. Und es gibt auch einen kurzen Weg. Das sind Geheimgänge hinter dem Wohnwagen, wo der Start vom jeweiligen Tag beginnt. Also erstmal Richtung Kirche hatte ich jetzt schon, also Richtung Kirche Friedhof hatte ich jetzt schon zweimal den Weg gezeigt. Da habe ich jetzt mal einen kürzeren davon. Das ist mein Nachbar hier, den tue ich zu gerne irgendwo ein bisschen ärgern. Ich weiß es wieder. So, ja, Moment. Ich speichere mal ab hier. Ich mache es nämlich diesmal einfacher. Also ich laufe nicht nochmal komplett zurück. Ich speichere einfach ab hier. Und wenn ich dann den anderen Weg gezeigt habe, will nochmal den Alternativweg zeigen, tue ich einfach diese geladene Stelle wieder aufrufen. Das andere ist ja dann auf Video bereits zu sehen, was ich bis dahin abgelaufen bin. Also der lange Weg zum Friedhof, der etwas längere Weg halt zum Friedhof, nicht ganz so lang, aber also es gibt noch einen längeren Weg, aber ich zeige erstmal den mittellang. Hunde, lass mich kurz. Ich denke schon, naja. Gleich, wenn ich hier durch den Tunnel gucke, weiß ich es noch besser. Ist auch eine Möglichkeit. Also den habe ich noch nicht gezeigt, andere Wege habe ich schon gezeigt. Zeige ich mal vor den hier. Also von da, wo wir wohnen, hier Nachbar, hier hoch. Geradeaus immer. Hier Paradise Mall. Lass mich kurz überlegen. Ich weiß es. Ich ignoriere jetzt mal hier die Menschen hier. Mensch, aber ich habe gesagt, ich ignoriere, aber wenn der mir im Weg rumsteht. Dann hier hoch. Das Haus kann man sich merken, hier irgendwelche Plakate. Hier ist eine Leiter, also ein Übergang. Also es gibt sogar vier Wege, um zur Kirche, zum Friedhof zu kommen. Vorhin habe ich nur drei gezeigt, also den kürzesten und halt zwei oberirdisch. Mal gucken, ob jetzt hier ein Terrorist ist, ja. Someone stole my donuts, and now you're all gonna pay. Also, das ist Weg Nummer 1 hier.
die entweder jetzt bis nach vorne hier über die Container aufhören, da bis zu dem Fahrzeug und dann um die Ecke nach rechts oder hier durch. Und Sekunde. Hier kommen wir zur Kirche und hinter der Kirche ist der Friedhof. Das ist Weg Nummer 1. Hier Kirche, jetzt ist es eine Moschee. Dienstag wurde halt. Dienstag wurde halt dieses Gebäude verändert. Also von Moslems übernommen, jetzt ist es eine Moschee. Das ist der Friedhof. Idiot. Gee, I hope nobody is taping this. Oh, wer schreit denn da die ganze Zeit? Auch hier. Oh, ich glaube, der Hund kümmert sich schon um die Frau. Ja. Ja, der Hund hat sich schon bereits für mich getötet. Danke, guter Hund. Sekunde. Nein. Hier sage ich auch noch was dazu. Hier war es Kopf und Vater. Ja. Draufpinkeln mache ich jetzt noch nicht. Nicht zu verwechseln bei Awig in Paradise mit diesem Korb. Ich dachte auf Pinkler passiert mir folgendes. Get the hell out of here, you lunatic! Come on, fight like a man! Fuck! Where are you going, sissy? You're not so tough! Where are you going, sissy? Also es war jetzt keine offizielle Worte, die ich eben benutzt habe. Das hier ist die offizielle Schrotflinte. Jetzt habe ich gerade eine von meinen Waffenmods hier benutzt. Hier. Also die merke ich mir schon mal vor hier. Sekunde. Mein Lieblingsgewehr. Und wir starten jetzt von einer anderen Stelle. Also wieder von daheim, aber wir gehen einen anderen Weg. Also das war Weg Nummer 1. Jetzt folgt Weg Nummer 2. So, fine, thanks. Ja. In Richtung. Nein, hier ist es noch nicht. Also, ich muss erstmal hier durch. Hier war es noch nicht zu erkennen auf dem Schild. Das ist die Bibliothek, da waren wir eben am Dienstag, also als letztes hier. Rent, also kann man normalerweise nicht mehr betreten. Hier geht's zur Bank. Thank you.
Ja, ich bin etwas, ich sag mal, also ich rede gerade nicht so viel und bin auch etwas schon nicht mehr so richtig in Stimmung, weil ich mache mittlerweile, das ist jetzt schon das vierte Video, was ich heute erstelle und alle gingen ungefähr 2 bis 3 Stunden, also ich habe jetzt schon viel geredet. Also ich mache es euch zuliebe, dass ich nochmal die Wege zeige. Normalerweise hätte ich gleich einen kürzeren genommen. Deswegen, es gibt 4 Wege, ich zeige jetzt noch den hier und dann zeige ich gleich den kurzen, also den dritten lasse ich aus, der war am Dienstag, in dem Video vom Dienstag schon zu sehen. Also dafür habe ich, wie gesagt, am Dienstag bereits 3 Wege gezeigt, der eine, den ich jetzt auch gleich als nächstes mache und hier den vierten, den ich eben gezeigt habe, davor, vor dem, was ich hier gerade tue, den hatte ich ganz vergessen. Also ihr habt jetzt sogar 4 Wege, die ihr wisst, wie man offiziell zur Kirche zum Video kommt. Die Leute, die es nicht kennen, das Spiel. 3 sind über der Erde, 1 ist unter der Erde und der unter der Erde ist immer der kürzeste. Deswegen erzähle ich ja gar nicht mehr großartig was hier dazu, weil das habe ich am Dienstag alles bereits schon mal erzählt. Hier, was man sich orientieren kann hier. Das ist zum Beispiel die Brauerei. Hier müssen wir ohnehin dann später hin, beziehungsweise hier kommen wir raus. Müssen tun wir hier gar nicht hin. Aber hier enden wir am Schluss, hier kommen wir wieder raus dann. Besser gesagt, hier kommen wir in Wahrheit wieder raus. Also, das Gebäude hier ist komplett alles Brauerei und da, wo der Polizist jetzt gerade auf die Tür zugeht, da kommen wir wieder raus. Aber das zeigt mir, also zeige ich dir noch. Also das wäre Weg Nummer 2 hier hochwertig. Hier, ich gehe jetzt gar nicht mehr bis dahin. Da hinten sieht man ja die Container. Also man würde jetzt durch die Container gehen. Man kommt automatisch wieder zur Kirche. Hinter der Kirche ist der Friedhof. Gut, und jetzt halt der kürzeste Weg, der effektivste. Und der kürzeste Weg, wie ich gerade sagte, ist unterirdisch. Und dahin gelangt man, hier wohne ich, hier Wohnwagen, Prostitut, Bitch. Vorsicht, hier mein Hund kann auch auf mich losgehen, das kann man ignorieren, das hat mit dem Mod zu tun, den ich installiert habe. Also kann man auch fahren, kann man auch Menschen damit töten, das kommt normalerweise standardmäßig nicht im Spiel vor, hier die Vespa, das Mofa oder Moped, keine Ahnung. Ja. Ich zeige nochmal die Karte. Quatsch, ich wollte die Karte zeigen. Some level designer is really fucked up. Also, das Grab vom Vater Pinkel, das ist Friedhof, Weihnachtsbaum holt, das ist Wald. Und hier kommen wir sowohl auf dem kürzesten Weg zum Friedhof als auch auf dem kürzesten Weg zum Wald hier, was ich jetzt klar als nächstes mache. Also den langen Weg zum Wald, das glaube ich gar nicht mit euch. Habe ich jetzt gemacht, Kirche. Dienstag und jetzt nochmal heute jetzt eben die zweimal. Ich spare mir jetzt als Spaß, dann hier nochmal den langen Weg zum Wald zu zeigen. Vielleicht auch nicht, mal sehen. Ich bin halt nicht mehr so richtig in Stimmung jetzt, aber ich versuche es dann fertig zu machen. Also hier runter. Also bücken, C. Hier runter. Da einkriechen. Hier normalerweise runterklettern. Ich habe Unsterblichkeits-Cheat drin hier, also Code. Ich kann mich einfach fallen lassen. Also ich kann nicht verletzt werden, hier steht so schön. Forest, also Wald, Cemetery, also Friedhof und da unten, das habe ich schon woanders gezeigt. Tora Bora, das ist ein Geheimlevel. Kann man hier in dem Spiel auch machen, aber ich habe es wie gesagt schon mal in einem anderen Video gezeigt. Reinspringen, davor kriechen. Das
sich am besten vorher gut bewaffnen oder zumindest für ausreichend Munition sorgen. Mal hier, da sieht man, da steht schon welche, die lauern uns auf. Hier sieht man es auch. Da oben lauern welche uns auf. Hier lauern welche uns auf. Und da sind wir gekommen, hier vor. Nach rechts. Da rausstürzen, ich will den da rausschmeißen. Ja, was soll's. Ich meine, der ist eh schon tot, also ich mach's halt nur als Spaß. Hier sieht man es ja, da steht schon einer. Hätten wir aber jetzt nicht gebraucht. Also der jetzt war mehr aus Spaß an der Freude. Also den hätten wir eigentlich auch ignorieren können. Dahin. Achtung, Gegner. Nothing to see here. Ja, alles erledigt. Und hier steht's auf dem Schild, Friedhof. Also machen wir das mal Spaß zuerst. Sekunde, ich muss nur kurz eine Zigarette schnupfen. Da geht's. Ach, der ist ganz gut. Man hört es schon, also hier Moschee jetzt, was mal die Kirche war. Also, so sieht er von der anderen Seite aus. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommt. Gehen wir weg hier. Aber ab. So sieht er von der anderen Seite aus. Also hier, wenn man von der Kirche wieder dahin hätte flüchten wollen. Das ist die Kirche von hinten oder jetzt halt eine Moschee, also die Rückseite.
Marienverräter hier, der hat mit Muslimen zusammengearbeitet. So. Voila. Nothing to see here. Halt, das wollte ich nicht. Und hier wären wir durch die Container gekommen, man sieht es ja, das ist jetzt die Kirche, also hier eine Moschee hier. Vorher waren es Kreuze, jetzt ist halt der Halbmond. Hier sieht man es auch. Haben sie durchgestrichen, also hier Christen aufhängen hier an Kreuze. Aber wie gesagt, wir wollen ja zum Friedhof, also Rückseite. Ich habe es nur noch mal gezeigt, dass das hier der Vordereingang ist. Wir waren gerade am Hintereingang. Gut, also Hintereingang hier oder Hinterausgang. Friedhof, da. Ja, ich bin jetzt etwas fix, weil ich mache das jetzt heute schon eine Weile hier, also die ganzen Dinger, wie das mit dem Zombie habe ich eben gezeigt hier, drauf winkeln. Ich muss mal warten hier, bis das gejodelt wird. Drauf winkeln kommt hier ein Zombie aus dem Grab raus. Ich kann das nochmal, was macht man schnell? Going in here. Where are you going, Sissy? Winkeln, das ist R und loslegen, also hier linke Maustaste. Now the next. Wednesday. Who's first? You went first last time. It's my turn now. Wake up! So. Also die haben mich nicht nur gestohlen, die haben auch mir so diese Lederklamotten angezogen. Hier sieht man sie. Erst war es Blutklabe hier, die Kreise, also hier Lebensanzeige und so weiter, Ausrüstung. Dann war es Polizeistern, wo ich als Polizist verkleidet war. Jetzt habe ich hier diese Ledertunte-Klamotten an, also hier Anspielung auf Pulp Fiction hier. Ledermontur von Kopf bis Fuß, also Ledermaske, Lederklamotten. Da aber der Mund ist ein Reißverschluss. Ich lasse es jetzt mal, also ich ziehe mich jetzt nicht um, weil ich will ja zeigen, wie man normal spielt. Ich hätte es jetzt natürlich anders gemacht, ich hätte mich jetzt sofort wieder umgezogen, also gecheatet. Ich tue natürlich nur meine Waffen jetzt wieder cheaten und meine Munition, dass ich erstmal hier mich wehren kann, wenn ich da jetzt gleich mich befreie, also flüchte. Sekunde, ich muss kurz nachdenken, weil die Codes sind ja anders als bei Shirt of Pain. Oder? Butt sauce. Ja, also anscheinend waren sie identisch, also hier war. Nur Munition ist anders. How convenient. Hab ich mein Lieblingsteil? Ja, hab ich.
Und hier sieht man es ja schon am Ärmel, also ich habe jetzt Lederklamotten an. Ich sehe jetzt aus wie, man sieht es klar draußen im Spiegel. Also jetzt stehe ich auf aus dem Sarg, ne? Hier, genau. Wenn man das überhaupt einen Sarg nennen kann. Kiste, Truhe. Oh mein Gott, wo war der Hütenschuh? Die geraten natürlich in Panik, Moment. Die geraten natürlich in Panik hier, weil ich ja sofort bewaffnet war. Die haben ja damit gerechnet, ich bin unbewaffnet und nackt und habe diese Lederklamotten an. Also die haben ja jetzt nicht damit gerechnet, dass ich da bewaffnet auf einmal rauskomme. Sonst würden die auf mich losgehen, jetzt waren sie halt erstmal angsterfüllt. Hier kann man nichts. Hier kann man nichts mitnehmen, also brauche ich nicht, was hier beweglich ist. Hier hätte ich Hearpacks gefunden. Jetzt sieht man es klar da drüben im Spiegel, wie ich aussehe. Ich kann es auch von hier zeigen. Naja, gut. Und hier ist es nicht so gut zu sehen, also ich gehe ganz raus. Oh mein Gott, I'm the damn Gimp. Oh great, now my day is complete. Man, I can't go home looking like this. I better go pick up my dry cleaning. Let's see. Guess I need to go here for that. Also ich soll mich umziehen. Also eine vierte Aufgabe ist dazu gekommen. Ich kann mich umziehen, wo ich wohne. Meine Zivilklamotten. Ich kann mich aber auch, wenn ich aus der Brauerei rauskomme, zeige ich dann, wenn ich rausgehe, kann ich mich gegenüber umziehen, beziehungsweise eine Polizeiuniform kaufen. Ich kann aber trotzdem auf dem Heimweg hier noch meine Zivilklamotten mir holen. Also wie gesagt, es gibt in der Regel immer zwei, manchmal sogar bis drei Wege, also Möglichkeiten. Ich kann, wenn ich die Brauerei verlasse, mir eine Polizeiuniform erstmal provisorisch holen. Kann mich umziehen. Ich spiele normalerweise generell als Polizist eigentlich verkleidet. Ich kann meine Zivilklamotten hier holen. Oder die lachen mich halt die ganze Zeit aus, wenn ich mit diesen Ledertunte-Uniformen rumlaufe und der Tag wäre nicht erledigt, bis die letzte Aufgabe, also sich umziehen, geschafft wäre. Also ich habe entweder die Möglichkeit Polizeiuniform oder meine Zivilklamotten. Zivilklamotten dauert halt länger. Polizeiuniform gibt es direkt, wenn man die Brauerei hier dann verlassen hat. So, hier habe ich zum Beispiel was mit geklaut haben. Gary Coleman. There he is! Gut, das haben sie mir also auch geklaut, aber ich brauche es nicht. Ich habe hier Waffen wieder künstlich mir verschafft. That's the one. Hier unten durch, also hier bei dem Ding hier kann man unter dem Ohr durch. Ja, genau, hier kann man auch durch, also ist egal. Hier sind Sachen, die sie mir geklaut haben. Die Knarre brauche ich nicht, also ich habe Waffen mir künstlich verschafft. So, jetzt geht's los. Hier sind wir Fässer. Naja gut, ich habe es jetzt nicht effektiv genutzt. Also eigentlich wäre es am effektivsten gewesen. Ich benutze das fast, wenn der gerade dran vorbeiläuft. Jetzt kommen, glaube ich, auch runtergerannt hier. Die kommen gleich zu mir runtergerannt. Ach, da steht noch einer. Tja, ihr habt mich beklaut. Zur Strafe müsst ihr sterben. Please, no. Dass der immer die Waffe hier wechselt, ich will's gar nicht. Verstehe ich nicht, ich habe da hier meine Waffen künstlich erneuert.
Also hier waren die Earpacks gewesen für Leute, die nicht schieden. Und überall Waters haben wir auch welche gesehen, also auf dem Weg bis hierher. Wie gesagt, die Fässer können explodieren. Also wenn man dagegen tritt, wenn man davor schlägt, wenn man drauf schießt. Hier normalerweise drüber balancieren, also das ist noch relativ einfach. Hier, das ist nicht so riskant, also tut mir leid. Also hier fliege ich. So, also normalerweise würde jetzt, wenn man zu Fuß geht, wird man hier gebückt weitergehen, aber da kommt man ja nicht drüber, also muss man wahrscheinlich hier hoch. Jemand sieht es ja. Hier gibt es eigentlich gar keine Chance, das zu überwinden. Hier gab es zumindest noch eine geringe Chance durch das Brett, um darüber zu kommen. Also ich glaube gar nicht, dass man hier mit einem Sprung das schafft. Also normalerweise, man muss generell hier hoch und muss hier halt hier oben links oder rechts, ich gehe davon aus hier. Balancieren, also muss ich da drüber vorsichtig begeben. Ja. Gut, und jetzt geht es hier drauf. Hier auf diese Dinger hier. Auf diese Dinger. Hier vor. Auf diese Dinger. Hier sieht man es ja schon, da wollen wir rüber. Also gehen wir hier auf das hier. Also nicht auf das, sondern auf das hier. Wir wollen ja darüber hier. Wo es gleich die Öffnung hier zu sehen ist. Da, genau da wollen wir ja hin. Also hier raus. Hier vorne kommen jetzt gleich wieder welche. Das heißt, welche? Einer. Mal einen kurzen Ton aus. Also hier wäre auch noch Ausrüstung, was sie mir geklaut haben. Kann ich drauf verzichten. Ich habe meine Waffen hier gecheatet, also künstlich neu. Hier wäre, wenn ich in den Streit verwickelt worden wäre, Healpacks. Moment. Nicht, dass ich mich hier selber aus Versehen umbringe. Hier oben steht einer, der mir Ärger macht, aber man sieht ja keine Schusswaffe, also normalerweise kann man hier vom Boden aus ausschalten mit dem Scharfschützengewehr. Achso, ich habe den Ton ausgemacht. Naja, ich muss ihn ja mal kurz auslösen. Und jetzt ist eigentlich vorgesehen, wenn man hier die Treppe runterkommt, dass man hier hochgeht, hier auf das Förderband steigt und da sieht man es ja schon, immer so diesen Dingern ausweichen. Also wenn man hier aufs Förderband jetzt geklettert wäre. Erst den hier ausweichen, dann dem hier ausweichen. Und dann diesen Ding hier ausweichen. Also draufspringen, vorsichtig vorlaufen oder wieder zurücklaufen, je nachdem abpassen, wie das Ding runterkommt. Schnell drunter durchrennen, hier wieder abpassen, schnell drunter durchrennen, hier wieder abpassen. Oder wenn man Glück hat, ist es gerade oben. Schnell weiter rein. Dann ist man hier vorne. Dann normalerweise hier vorsichtig am Rand lang balancieren hier. Also nicht in den Kessel hier reinfallen. Und hier. Jetzt laufe ich wieder nochmal. Die haben nichts, also was sie mir geklaut haben. Ah, hier sieht man es ja schon, da müssen wir runter, aber natürlich sind da manchmal welche. Also am besten erst ausschalten. Wenn man natürlich hier
wie noch Munition hat. Falls hier jetzt welche rumgerannt werden. Erst ausschalten. Ist halt einfacher. Ja, der hat eine Kriegpfeife, die er mir geklaut hat. Der hat Geld, die er mir geklaut hat. Was er bei mir geklaut hat. Hier ist niemand, doch auch da rein. Damn, here I was, minding my own business, just enjoying my Second Amendment rights, and you people have to freak out on me. Ach, dass der mal reinquetschen will, wenn ich gerade das erkläre, hier sieht man es ja schon, also die Dinger fahren nach oben, also einfach drauf. Es gibt aber noch, man sieht, da oben kommt, Moment, ich zeige es, wenn es geht, da oben kommt es an, also eine dritte Etage, hier ist eine zweite Etage. Es gibt die Möglichkeit, mal ganz schnell hier auf die zweite Etage zu springen. Möglicherweise sind da noch Leute, die was geklaut haben. Dass man sich seine Sachen komplett wiederholt. Ich versuch's mal. Hier, schnell. Ja, genau, hat geklappt. Also, da oben müsste ich eigentlich hin, aber ich bin mal kurz jetzt hier vorher abgesprungen. Hier läuft einer rum. Mit der sein gehen hier, der hat Bargeld oder irgendwas anderes von mir geklaut. Also, darauf kann ich verzichten. Hier da nochmal was von mir gelegen. Also, die Crackpfeife, die Waffen hier brauche ich nicht. Aber man hätte halt die Waffen gefunden. Jetzt einfach hier wieder drauf. Also, das fährt dann oben bis zum Ende hier, dritte Etage. Man hört sie ja schon. Hier werden Sachen, die sie mir geklaut haben. Und da stehen sie rum und lauern mir auf hier. Gut, also bis auf Waffen war hier nichts, was sie mir geklaut haben. Da kommen wir ja schon vorbei, wenn ich erwähne hier. Bargeld, Bargeld, Bargeld. Als mal Bargeld. So, gucken. Da sehen wir's. Und hier wird einer runtergehalten, also wir können erstmal sehen, wie wir. Ich habe doch eben gesehen, wie einer zu mir runtergehalten kam. Also anscheinend hat er mitgekriegt, dass ich geschossen habe und hat sich da anders überlegt. Also speichere ich vorher. Diesmal tue ich halt nicht fliegen. Diesmal laufe ich halt ganz normal. Thank you.
never know. Yeah, that's what they all say. Jetzt überlege ich, erst hier oder erst da, also ich glaube, das ist so Jacke wie Hose. Ja. Also wir haben hier hochgeklettert, ich kletter mal Spaß noch ein Stück weiter, also ich tue hier balancieren. Hätte ich halt hier noch was gefunden, hier ansonsten dasselbe. Hier sind wir eben rausgekommen, ne? Wo war es hier? Hier sind wir eben rausgekommen. Also ich hätte den auch, wenn er hier oben steht, von hinten jetzt erreichen können. So. Und da bleibt ja nur dieser Weg hier. Ja, kennt man schon. Ich wollte gerade sagen, ja, kennt man schon, aber es war schon zu spät. Da hat einem einer aufgelauert, also wenn man nicht auf die Fässer schießt, der hätte sowieso von selber 6 bis 5 gemacht. Also hier. Hier geht's nicht mal. Hört doch mal auf mit deinem Rumgejodel. Immer wenn ich gerade was erkläre. Geht es nicht weiter, also gibt es ja nicht die Möglichkeit hier runter zu springen oder halt hier rüber, aber wie gesagt, in der Regel landet man, wenn man versucht von Teil nach Teil zu hüpfen, landet man immer auf dem Boden. Noch irgendwo einer. Nein. Also hier hinter, hier. Hoch. Oh, hier war noch einer, was soll hier? Du kriegst dich bei den Fässern und ist immer noch am Leben hier. Wie geht das? Zwei Fässer vor ihm explodiert und der Kunde lebt immer noch. Und wir sind beim Ausgang. Aber natürlich mit bedeutend weniger Geld hier, als ich ursprünglich vorher besessen habe. Also entweder findet man noch woanders Geld, ich gucke mich jetzt Spaß nochmal um. Oder wie gesagt, die haben schon von meinem Geld irgendwas verjubelt, verpasst. Well, those people didn't seem very happy with me at all. Better watch my ass. Moment, ich mach klar weiter, wenn das hier vorbei ist. Geht gleich los, wenn wir nur kurz die Kippe stoppen. So. Okay. Hier würde ich noch was finden. Was sie mir geklaut haben, hier würde ich dann eine Krickpfeife finden. Jetzt kommt das Ding, was ich erzählt habe. Also ich lache mich alle aus, ist klar, ich bin wie eine Tunte angezogen hier. Hier gegenüber kann ich bereits Klamotten erwerben. Ach so. Ja, Moment. Ich war ja nicht mehr als Polizist verkleidet. Also Speicherpunkt. Also eben, wo ich mich aus dem... Oder? Ja, eben hier, wo ich mich aus der Brauerei befreit habe. Ich bin ja nicht mehr als Polizist. Also darf ich natürlich nicht mit einer Waffe da rausgehen. Habe ich gar nicht mehr daran gedacht, weil ich ja sonst immer als Polizist verkleidet bin. Und die Scheibe lässt natürlich jetzt auch ganz. Hier, jetzt lachen sie mich nur aus, also jetzt werde ich nicht verhaftet. Jetzt gehe ich hier rein und frage, ob er mir eine Bullenuniform verkauft.
Hi there. Is this everything? Yes. That'll be 200 bucks. 100 Villa, 119 habe ich einstecken. And come again. Okay. Ich habe mir gerade meine Weste verkauft, der Drittel. Wow, ich dachte, bei den Kunden kriege ich eine Bullenuniform hier. Also ich habe das Spiel auch noch in Erinnerung. Ich dachte eigentlich hier, der hat meine Weste. Hi there. Ich dachte eigentlich, hier kann man eine Bullenuniform kaufen. Der hat mir gerade mal so eine scheiß Weste jetzt verjubelt. Ah, nicht schlecht. Deine Weste kann ich verzichten. So that's what that does. Gut, also, was haben wir noch zu erledigen? That's clearly wrong. Geh ich doch mal schnell nach Hause. Also, ich krieg hier gar nicht meine Klamotten, wie ich dachte. Und zwar ist der kürzeste Weg zu mir nach Hause. Also lachen mich alle aus, weil ich halt jetzt in den Hund angezogen bin. Ich dachte eigentlich, hier drinnen kriegt man erstmal Klamotten und dann kann man sich seine Zivilklamotten holen. So spiele ich ja normalerweise nicht. Ich bin ja immer als Polizist verkleidet. Ich mache es für dieses Let's Play. Weil, wie gesagt, andere cheaten ja nicht, also die das Spiel noch nicht kennen, die selber das Spiel mal irgendwann spielen wollen. Cheatet ja nicht jeder. Also, friedlich bleiben. Sich nicht provozieren lassen. Egal, ob die hier lachen, einfach ignorieren. Und einfach mal schnell da, wo ich wohne, da oben drüber. Da war eine Wäscherei, da waren meine Zivilklamotten. Also erstmal auf dem kürzesten Weg schnell nach Hause. Aber keine Angst, also die zahlen noch dafür, dass sie jetzt gelacht haben. Die entgehen ihren Schicksal nicht. Hier sind natürlich aggressive, also hier müssen wir aufpassen. Hier könnte sein, ach sind gar keine da. Ich dachte, die wären jetzt klar aggressiv hier. Hier, die hier den Leuten übernommen haben am Montag. Also einfach schnell durch. Lachen lassen, ignorieren. Ja, auch die Aggressiven hier ignorieren hier, die mit dem gelben T-Shirt sind aggressiv. Ich dachte eigentlich, die geht doch nicht los, also die wird aggressiv. Normalerweise sind die hier gefährlich hier. Ja. Heute mal nicht. Auch gut. Keine Ahnung, warum der jetzt ausgerüstet ist hier. Ach, jetzt habe ich die Schnauze voll. Moment. Da. Ach, halt da mal. Ob sie verstecken. Weil jetzt werde ich ja gesucht hier. Jetzt muss ich kurz warten, bis das Feindungslevel wieder weg ist. Na, geht's wieder weg. Gut, das war ein Fehler. Also ist man als Truppentunter angezogen aus der Brauerei raus. Keine Waffe nehmen, also keine Waffe zeigen, öffentlich mit der Waffe rumlaufen. Hast du einmal gesucht, man sieht sie hier.
Es dauert ewig, bis es wieder verschwindet. Also jetzt ist egal, jetzt kann ich ja bewaffnet mir meine Klamotten holen. Und zwar hier drüben, wo ich wohne. Also wo mein Wohnwagen steht. Probier's nochmal ohne Waffe. To pick up my normal clothes. Also, jetzt habe ich mich zumindest umgezogen. Also, Zivilklamotten. Dass der mal reinquatschen muss, wenn ich gerade was erzähle. Also, jetzt habe ich mich zumindest. Jeez, whoever designed this town was on serious crack. Jetzt habe ich mich zumindest umgezogen, also Zivilklamotten wieder geholt, mich umgezogen. Jetzt bin ich nicht mehr als Truppentund angezogen, aber ich werde natürlich gesucht als Zivilist. Also was mache ich? Ich cheate wieder, ich hole mir wieder meine Bullenuniform. Zumindest ist hier die Aufgabe erledigt hier. I'm so wrong. Say, what's this? I am the law. So, jetzt kannst du egal sein, ob mein Mikro an ist. Hi there. I should have waited for him to tell me where it is. I guess I'll have to find it myself now. I stole my donut, and now you're all gonna pay. Nobody is staying on this. Ich wollte gerade das Geld hier aufheben. So haben wir nicht gewettet, das ist mein Geld. Wenn du Geld haben willst, leg deine eigenen Leute um. Nothing to see here.